Hallo Leute, heute wechseln wir bei einem 320 Diesel F31, Baujahr blende ich euch ein. Für den Wechsel des Kraftstofffilters müsst ihr unter das Fahrzeug und diese Mittelverkleidung hier abbauen. Das sind alles 8er Schrauben und da hinten ist eine 10er Schlüsselweite. Die müsst ihr alle abhaben. Nachdem ihr alles gelöst habt, befindet sich hier die Filtereinheit. Hier diese ganzen Laschen zur Seite tun und nach unten ziehen, dieses grüne Teil, ja, damit ihr das hier in die Richtung abkriegen könnt. Und hier einfach nur die Klammer abziehen. Dann könnt ihr die komplette Einheit, also diese Heizeinheit, komplett abmachen. Und dann, ich meine, das ist eine 13er, einmal lösen und dann könnt ihr den Filter hier rausnehmen. Ich empfehle dazu, entweder die Batterie abzuklemmen oder die Sicherung für die Kraftstoffpumpe rauszunehmen, damit es euch nicht passiert, dass ihr einfach mal zwischendurch pumpt, nachpumpt. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei dem F31 noch passiert. Ich weiß, dass das bei dem I61 so passiert und ab und zu ist man dann voller Diesel. Ich werde das jetzt ja etwas zügiger machen und hoffen, dass er es in dem Moment nicht macht, weil ich gerade zu faul bin, die Batterie abzuklemmen, aber die Empfehlung wäre, sie abzumachen. Okay, das sieht ein bisschen komplizierter aus, das zeige ich dann doch. Also ihr müsst hier erstmal an den äußeren Laschen zur Seite ziehen und dann das Ding nach unten ziehen, das grüne. Und dann den hier, der ist ja dann nach unten gedrückt, den müsst ihr diese Dinger hier an der Seite zur Seite ziehen, also quasi in die Richtung und dann nach oben abziehen. Am Ende muss das bei euch so aussehen. Dann könnt ihr den abmachen. Vergiss natürlich die Dichtung nicht zwischen der Einheit und dem Filter. Das ist so eine ganz kleine, dünne Dichtung, die ist immer dabei. Und vergiss die alte bitte nicht rauszunehmen. Ich will hier mit so einem Auffangbehälter zu arbeiten, damit ihr die ganze Sauerei hier auf dem Boden nicht habt. Und ja, wenn ihr das dann wieder alles so dran gemacht habt, eingeklipst, die Klammer rein. Der hier geht ein bisschen schwer ab, also müsst ihr ein bisschen hin und her wackeln, nicht drehen. In dem Fall, weil da so eine Nut ist, hier so an der Seite. Und die muss dann auch entsprechend in so eine Führung. Und deswegen hin und her wackeln, ein bisschen mit einem Schraubenzieher, vielleicht so mit einem größeren, ein bisschen klemmen. Und nach geht die Einheit hier dann ab. Dann wieder alles in Position bringen, dran machen und die mittlere Verkleidung hier wieder dran bauen mit den ganzen Achtern. Und der einen Plastikzähner. Ich hoffe, das Video konnte vielleicht dem einen oder anderen helfen. Habt viel Spaß beim Schrauben. Solltet ihr das Ganze mit der Software entlüften, es geht zwar auch ohne, also sprich, ja, Zündung an ein paar Mal und dann Motor laufen lassen, aber es muss euch klar sein, dass die Hochdruckpumpe trocken laufen kann und kaputt gehen kann. Also ich empfehle es nicht, wirklich mit der Software am besten entlüften. Und dann habt ihr diese Tätigkeit zumindest so, wie es gemacht werden muss, gemacht.